Serienmäßig ist an diesem Rolls-Royce fast nichts mehr. Der getunte Rolls. Für Liebhaber ein Sakrileg. Doch Michael Stein garantiert den Reichsten der Reichen wahrhaftige Exklusivität. Und die Entscheidung, den edlen Briten zu tunen, war nicht leicht. Machen wir Rolls-Royce, machen wir es nicht. Es waren letztendlich Kundenanfragen da, dass wir gesagt haben, okay, wir wagen es. Sechs Meter lang und so schwer wie drei ausgewachsene Walrösse. Für Kfz-Meister Markus Forster ist dieser Wagen wie ein Bruder. Nur, dass seine Aufgabe darin besteht, den Rolls-Royce zu zerlegen, um ihn dann im Format XXL neu zu erschaffen. Und das kann dauern. Ja, ein Jahr kann man sagen. Weil das ist echt, man kann sich gar nicht vorstellen, was das für Aufwand ist, was da drin steckt. Was das für Zeit kostet, das alles herzustellen. Da war ich richtig überrascht, bis es allemal sitzt und passt. Und das ist schon Wahnsinn. Englische Inches und Zoll sind für die Veredler nichts Neues. Sie haben auch schon zahlreiche Bentley und Aston Martin in Luxus gehüllt. Nur 24 Zoll Felgen für einen Engländer, das hatten die Mechaniker noch nicht. Auch der Motor läuft mit einem optimierten Programm. Statt bisher 460 PS arbeitet der Zwölfzylinder jetzt mit 500 Pferdestärken. Leder, Edelholz und Chrom. Nichts ist Mechaniker André Leipert heilig, wenn am Ende ein Mansory Conquistador entstehen soll. Also das ist ein Rolls-Royce Phantom. Das ist unser zweites Auto. Und es wird komplett Innenausstattung und außen wird komplett geändert. Das heißt dann, es wird ein andere Leder, mit andere Leder bezogen, die Sitze und so weiter. Und vom Außen wird dann halt mit Schwelle und mit Kotflügel und mit Stoßstangen geändert halt. An diesem Wagen hätte Batman seine wahre Freude. Vielleicht liegt es genau an diesem Charme, dass Hollywood auf die Produkte aus dem Fichtelgebirge fliegt. Allein in Beverly Hills haben schon 10 Stammkunden ihr Interesse am Edelrolls bekundet. Wer das ist allerdings geheim. Auch in Japan und im Mittleren Osten schätzt man die penible Handarbeit der Bayern. Also wenn man es nicht gesehen hat, kann man es auch schlecht nachvollziehen, was da für Arbeit drin steckt. Das weiß man gar nicht, was so ein Lenkrad schon alleine für Arbeit macht. Oder die Carbonteile, bis die angepasst sind. Das kann man auch schlecht erklären, das muss man sehen. Und im Vergleich gibt es einiges zu sehen. Die veränderte Front mit dem durchgehenden Grill. Das hochgezogene Heck mit neuem Kofferraumdeckel und einem Bürzel wie im Rennsport. Selbst der Rückspiegel ist überarbeitet. Auch die 21 Zoll Felgen mussten handgeschmiedeten Zweiteilern im Format 24 Zoll weichen. Der Rolls-Royce ist von uns modifiziert worden mit einer kompletten neuen Frontpartie. Sehr speziell natürlich ist der komplette Lack zusammen mit BASF Glasurit entwickelt. Matt statt Metallic. Ein kleines Special mit großer Wirkung. Denn neben der Optik ist der Lack resistenter und leichter zu pflegen. Nur der Aufpreis für den matten Glanz, der sollte eigentlich geheim bleiben. Ja, ist halt matt. Ist halt mal was anderes auch. Und teuer ist er schon. Was denn so? Um die 24.000 Euro. Das ist schon Wahnsinn. Aber ist auch einzigartig mit, muss man sagen. Eine Lackierung im Wert eines Kleinwagens. Mit der Brieftasche eines Normalverdieners ist dieser Rolls-Royce sicher nicht zu messen. Selbst das Wurzelholz im Innern musste einer Carbon-Vollausstattung weichen. Die Sitze sind neu genäht und multimedial. Im Wagen ist nichts, wie es war. Selbst die Aussicht kann mal trüb, mal klar sein. Ganz wie man möchte. Also das gibt es bis jetzt nur bei Maybach im Sonnenbereich, im Sonnendach oben. Wir haben eben jetzt die ganzen Formen gemacht, speziell für alle Scheiben, natürlich bis auf die Frontscheibe, weil wenn die Elektronik mal ausfällt, dann wird es halt sehr, sehr blind. In diesem Jahr geht der Conquistador in Serie. Pro Jahr sollen rund 20 der Edelkarossen entstehen. Das bedeutet für Markus noch einige Probefahrten in einem Wagen, von dem man nur träumen kann. Das Fahrgefühl macht so das. Aber wenn man sich nie leisten kann. Dieser Mansory ist schon an einen Werftbesitzer aus den Emiraten für schlappe 750.000 Euro verkauft.